Hallo meine lieben Freunde und ich grüße euch ganz herzlich hier zu einem neuen Beitrag auf dem Kanal Marc Gademann klärt auf. Wir haben heute wieder mal sehr besorgniserregende Meldungen, auf die wir heute eingehen müssen. Das ist mal ganz klar. Ich habe es mir definitiv notiert von der Seite Journalistenwatch und dort können wir lesen, das nächste Versagen der grünen Hamburger Skandal. Justizsenatorin, Vergewaltiger war frei, obwohl er Stimmen hört. Al-Aidin, das ist ein männlicher Vorname, überfiel zwei Frauen. Es handelt sich um einen syrischen Straftäter. Er vergewaltigte eine 20-Jährige, zertrümmerte einer 74-Jährigen mit Faustschlägen das Gesicht. Obwohl in der durch die grüne Skandalsenatorin Anna Gallina geführten Hamburger Justiz bereits seit September 2022 bekannt war, dass der syrische Merkel-Gast ernsthafte psychische Probleme hat, wurde er seiner Erzwingungshaft entlassen, ohne einem Arzt oder dem sozialpsychiatrischen Dienst vorgestellt zu werden. 4 Monate später begann er seine Vergewaltigungstour. Der 28-Jährige vergewaltigte ein 20-jähriges Mädchen aus den USA. Er bedrohte außerdem eine 74-Jährige und will sie vergewaltigen. Ein Nachbar erwischt ihn und die Polizei nimmt das syrische Monster fest. So viel also dazu. Kommen wir zum nächsten Artikel. Wir wissen ja auch, was in Frankreich und Belgien los ist. Bürgerkrieg, das ist die Richtung, in die es geht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Artikel, nämlich Mainzelmännchen auf Ecstasy. Also die Verharmlosung mal wieder vom ZDF in Bezugnahme auf eine andere Form der Migrantengewalt in Deutschland. ZDF erzählt uns was von Multikulti-Frieden im Freibad, während kein Tag vergeht, an dem es nicht mindestens eine Meldung über Migrantenkrawalle in Freibädern gibt, wegen krankgeschriebenen Freibadmitarbeitern, die diesen migrierten Terror nicht mehr ertragen und Brandbriefe an die Verantwortlichen schreiben, Einrichtungen im Hochsommer geschlossen bleiben, verarscht das ZDF den Zwangsbeitragszahler mit einer kaum noch zu ertragenden Arroganz und Dreistigkeit. Gewaltexzesse in Freibädern, Massenschlägereien zwischen bärtigen Männern mit schwarzen Haaren gehören inzwischen zum Freibadalltag. Deutsche trauen sich teilweise nicht mehr ins Freibad. Der Krankenstand in der Migrantenrandale-Schwimmlokalität Columbia Bad im islamisierten Berliner Stadtteil Neukölln ist derart hoch, dass das Freibad bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Es musste in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Migrantenkrawallen geräumt werden. Und jetzt kommt's. Das verharmlosende ZDF schreibt, im Freibad kommen sie alle zusammen, junge und alte Menschen, mit und ohne Migrationshintergrund. Zwischen Liegewiesen, Pommes und Sprungturm soll das Freibad ein friedlicher Ort sein, für jede Sternchen in sein. Aspekte taucht ein in unsere Badekultur. Ja, ob man diese Badekultur braucht, ist dann natürlich immer die Frage. Aktuell sieht es danach aus, dass, soweit ich weiß, der neueste Stand, die AfD liegt bundesweit bei 22%. Gut so, wählt die Alternative für Deutschland, falls wir überhaupt noch ein bisschen deutsche Kultur in diesem Land behalten wollen. Also das kann es ja wirklich nicht sein. Wir brauchen natürlich eine gestärkte Polizei, gestärkte Geheimdienste, das ist vollkommen klar, damit wir auch gegen diesen Migrantenterror vorgehen können. Und natürlich ist das Justizministerium auch aufgerufen, mal endlich auf diese, und das Innenministerium auf diese Zustände mal zu reagieren. Ja, das kann ich in dem Zusammenhang nur definitiv sagen. In Frankreich und Belgien ist quasi schon Bürgerkrieg oder bürgerkriegsähnliche Zustände, sagt man. In Deutschland schwelt das auch schon, wir haben das gesehen. Ja, die Clankriminalität und all diese gefährlichen Dinge, die hier aktuell ablaufen. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass wir gemeinsam begreifen, dass wir die Alternative für Deutschland wählen müssen. All das, was wir gesagt haben, wir, die wir der AfD nahestehen, hat sich bewahrheitet, nämlich wir haben gesagt, wenn man zu viele Flüchtlinge und Migranten reinlässt, dann wird es zu Bürgerkrieg kommen. Es handelt sich hier um eine Taktik von arabischen Geheimdiensten, die massenhaft diese Flüchtlinge und auch türkische Geheimdienste, die hier diese Flüchtlinge und Migranten nach Deutschland, Europa einschleusen. Das soll die Islamistenkriminalität und auch die Clankriminalitätsstrukturen, die Drogenkriminalität, die Prostitutionsstrukturen und die Flüchtlinge, die dann mutmaßlich noch Drogen mit über die Grenze schmuggeln. All das soll angetrieben werden, damit dann schließlich Migranten quasi, ja,
hier ihren Gewaltstaat aufbauen können, beziehungsweise eine Clanstruktur weiterführend noch aufbauen können. Das soll das Ziel sein. Da können wir nur was entgegensetzen, und zwar die Alternative für Deutschland, die die Grenze kontrollieren und schützen möchte. Wir haben seit Jahren gesagt, es wird zu Bürgerkrieg kommen, wenn wir hier so weitermachen. Wir haben seit Jahren gesagt, stopp die Klimasekte. Jetzt sehen wir, sie kleben sich mit dem Arsch auf die Straße fest und die Autofahrer regen sich auf. Wir haben gesagt, stopp die Bargeldabschaffung oder auch stopp vor allem die undemokratischen Strukturen, beziehungsweise wir wollen Volksabstimmungen haben, ja, wenn möglich Friedensverhandlungen für die Ukraine, ein Einwanderungsmodell nach kanadischem Vorbild, ja, manche finden das japanische Einwanderungsmodell besser, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die AfD ist offen für eine Senkung der Einwanderungs- und vor allem aber der Flüchtlingszahlen, weil über die Flüchtlingsrouten offensichtlich sehr, sehr viele Kriminelle nach Deutschland kommen, und jetzt ist Schluss. Ganz einfach. So viel dazu. Wer mich mal anschreiben möchte, wenn ihr irgendwas habt, ich bin auf Instagram, ja, und web.de könnt ihr mich auch anschreiben. Ich packe es euch unter das Video in die Beschreibung. Wer möchte, würde ich mich vor allem aktuell sehr freuen, weil ich bin finanziell etwas klamm dran und hier sind schon über 330 Videos, also ich arbeite sehr viel. Würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere sagt, das ist mir 10 Euro im Monat wert oder so, eine Dauerüberweisung von 10 Euro pro Monat. Würde mich freuen, unterstützt eure Journalisten in diesem Land. Eine journalistische Ausbildung habe ich zwar nicht, das gebe ich sehr gern zu, aber ich bin YouTuber seit 9 Jahren und das macht mich zum freien Journalisten, weil ich offensichtlich mehr Ahnung von Politik habe als die meisten Mainstream-Journalisten. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich freue mich auf mögliche Kommentare und wie gesagt, wer mich persönlich anschreiben möchte, unter dem Video findet ihr Instagram und web.de.